Die Kölner Freien Wähler haben auf einer Mandatsträgersitzung das Ergebnis der letzten Ratssitzung diskutiert. Wir waren eigentlich davon ausgegangen, dass wir eine Mehrheit für diesen Antrag bekommen. Es ist ganz anders gelaufen. Denn wieder einmal konnte sich der Stadtrat nicht dazu durchringen, das Kalkbergprojekt endgültig zu stoppen. Es sieht jetzt so aus, dass man immer noch am Kalkberg festhalten will und dass man wieder Geld in den Kalkberg hineinsteckt, um möglicherweise die Halte zu stabilisieren, aber insbesondere um ein neues Gutachten zu erstellen. Wir halten diesen Gegenantrag für absolut skandalös, weil hier wird ungeheuer viel Geld verbraten und verbraucht. Auch die Kölner Grünen tragen das Festhalten an dem Projekt weiter mit, obwohl ihr Parteitag zuletzt ein klares Aus für den Kalkberg gefordert hatte. Stattdessen fordern sie zusammen mit CDU und FDP weitere gutachterliche Untersuchungen, die erneut viel Geld kosten werden. Die Freien Wähler hatten in einer Pressemitteilung bereits Anfang März bezweifelt, dass die Grünen bei diesem Thema endgültig die Reißleine ziehen würden. Die Wendigkeit der Grünen ist schon erstaunlich. Wenn es nach uns Freien Wählern gegangen wäre, gäbe es diesen Irrsinn gar nicht. Fakt ist, die Kölner Freien Wähler gehörten zu den Ersten, die bereits zu Beginn der Planungen gegen das Kalkbergprojekt Stellung bezogen hatten. Wie hier im Jahre 2008, als sie mit selbstfinanzierten Anzeigen und Infoveranstaltungen die Bürger über die Pläne und mögliche Auswirkungen in Kenntnis setzten. Für Ratsherr Walter Wortmann ist die Entscheidung der Ratsmehrheit völlig unverständlich, zumal es Alternativen gibt. Wir haben auch in dem Antrag nochmal ganz klar die Alternativstandorte aufgezählt. Der Hubschrauberlandeplatz bleibt am Flughafen Köln oder alternativ ist Merheim oder Kurtekotten immer noch in der Diskussion. Wir warten jetzt auf die wirklichen Alternativvorschläge der Stadt und hoffen, dass dann eine Entscheidung gegen den Kalkberg definitiv getroffen wird. Durch die Ablehnung eines klaren Ausstiegsszenarios verhindern CDU, Grüne und FDP den unabwendbaren Ausstieg aus einem Horrorprojekt, das unkalkulierbare Risiken für den Stadtteil Kalk mit sich bringen würde. Wir Freien Wähler bleiben dran an diesen und anderen Themen.